Hallo, Modellbahnfreunde, Teil 2. Wie ging's weiter mit meiner 58 Umbau? So, also, ich zeige es euch mal kurz. So sieht es jetzt in der Lokomotive aus. Hier hinten ist die ganze Elektronik verbaut. Platine ist rausgenommen. Sind die Kondensatoren, die Goldcaps. Hier, das ist der Decoder. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt halten hier. So, schalte das mal so. Decoder, MX, irgendwas. Ist noch kein MS-Decoder, weil das Projekt nicht als MS-Projekt ist, brauchen wir den Decoder auch nicht. Hier drunter ist eine Döhler- und Haas-Schnittstelle. Das habe ich, glaube ich, schon im ersten Teil gezeigt. Kann man jederzeit rausnehmen. Die Goldcaps sind nur mit einem doppelseitigen Klebeband aufgefädelt. Decoder raus, da ist nichts angelötet am Decoder, ist alles an der Schnittstelle. Hier sind zusätzliche Platinchen rechts und links, wo die Beleuchtung von vorne drauf kommt hier und die Schienenspannung. Und das ist das Lautsprecherkabel hier, das braune. Ja, der Glockenanker, hier vorne habe ich eine neue Platine neu gemacht, weil ich habe auch ordentliche, vernünftige Lampen genommen. Meine eigenen. So, ich stelle sie mal wieder hin. Ich erkläre gleich noch was zu der Lok. So. Am Lokgehäuse habe ich auch hier eine ordentliche Lampe neu gemacht. Loklaterne, nicht Lampe. Und ja, hier das Chirurgenpersonal hier mit Corona-Anzug und Maske. Das schicke ich wieder nach Asien, dort wo das Zeug hergekommen ist. Das brauchen wir nicht. So, des Weiteren ist hier ein Original, ist hier ein Gewicht drin hier, was 8 Gramm wiegt. Und ich habe mir hier eine Form gemacht. Die sind ja nicht die schönsten geworden hier. Aber habe eins gegossen aus Blei. Es musste schnell gehen. Und da ist noch das Original umgekippt in der Form. Und da habe ich das ein bisschen anders aufschneiden. Und da ist ein bisschen. Es ist ein bisschen runzlig geworden. Das macht aber gar nichts. Das wiegt 19 bis 20 Gramm. Das schwankt immer ein bisschen. Je nachdem. So, ob es gut gegossen wird oder nicht. Also hier habe ich noch ein Gewicht. Das kommt hier vorne rein. Im Prinzip liegt das dann hier so im Kessel so drinnen, ne? So, also mit dem Kessel hier so liegt das dann hier so drauf. Genau. So, das habe ich gemacht. Dann des Weiteren. Ich schiebe mal die Lok ein bisschen beiseite. Hab hier vom Tender jetzt. Ich bin euch schon auch im Kopf. Vom Tender habe ich hier eine Schallkapsel gemacht. Die gieße ich auch gleich. Die kann man dann gleich im Ganzen nehmen. Ich habe das nämlich erst ein bisschen anders gemacht und da habe ich das wieder rausgemacht. Und das, weil das nicht von auf, das war nicht so das. So, es passte nicht 100%. Ich hab's schon reingeklickt. So, das ist mein Uhrmodell hier. Da habe ich mir eine Form gemacht und habe das auch schon mal gleich mal so ein bisschen vervielfältigt. Jetzt habe ich es mal in Grau gemacht, weil ich noch was anderes in Grau gegossen habe. Da kommt vom Prinzip her jetzt hier der Dümpel-Lautsprecher rein. Zack, hier. Da wird reingeklebt mit 2 Komponentenkleber. Ne, das sieht das dann so aus, hier. Und dann kommt das passgenau hier rein. Und da ist das, also auch einkleben, am besten nur mit 2 Komponentenkleber und das passt wunderbar. Also, wenn man das dann hier, das fällt bestimmt raus jetzt, ne, es klemmt schon ein bisschen. Das kann man jetzt ganz einfach hier drauf setzen. Zack und anschrauben. Einmal frei, wunderbar. Ist das jetzt fest? So. Ja. Und aber, jetzt komme ich zu dem Aber. Ich habe ja den Loktenderabstand gekürzt. Und ich werde die Deichsel so lassen. Ich befürchte aber, dass beim Einschwenken in die Bögen eventuell diese Trittstufen ein Problem darstellen. Die Lok einschwingt und der Tender ausschwenken will,
dass das eventuell hier hängen bleibt am Tender. Dafür habe ich aber schon eine Lösung, die verrate ich jetzt mal noch nicht. Ich muss das erst probieren, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Ja, ich kann es ja eigentlich so. Diese Trittstufen einfach am Tender anbauen, genau an der Stelle. Dort wird dann hier, ich tue das mal vorsichtig hier so, bloß mal so drauf. Und hier ist ja dann der Tender so. Ja, also das ist schon ordentlich kurz, wenn man das jetzt hier sieht. So wäre das jetzt. Aber eigentlich geht es vorbei hier. Wenn man geguckt hier, seht ihr das? Ich bin ja gespannt, ob es funktioniert. Ich baue es jetzt mal so zusammen und dann probieren wir mal. Gut, das war's vom Prinzip, ja. Wenn das nicht funktioniert, wenn das klemmen bleibt, dann mache ich die Trittbretter ab und mache die am Tender Unterteil fest. Und dann sollte es funktionieren. Und wenn es funktioniert, schalte ich die Kamera wieder ein. Naja, nö. So. Ich habe die Lok wieder zusammengebaut. Und das habe ich ja euch gerade gezeigt. Und wer sich nun für die Dinger interessiert, also ich ändere an der Deichsel nicht, die funktioniert bei mir, zumindest bis zum Radius 340 ungefähr etwa, runterwärts. Es ist natürlich immer eine Kompromisssache, logischerweise, wenn man kurz gekuppelt fahren will, muss man große Radien haben, über eine Straßenbahnkurve und dann so kurz gekuppelt, das wird nie funktionieren, also wer 310er Radien hat, er sollte sich mal von den Gedanken verabschieden, die Lok so kurz zu kuppeln, wie es bei mir ist. Bei mir fährt es einwandfrei und die Modulbahner werden sicherlich, wer das sieht, vielleicht auch darauf zurückgreifen, weil die haben auch große Radien. Und wer über 300, ich sag mal, wer 350er Radius hat, als kleinsten Radius, der kann das ganz bedenkenlos verwenden. Hier sind ein paar Adapter, habe schon welche gemacht. Das ist hier für die für den Dynpo-Leitsprecher, das kommt in, also hier in den Kohlenkasten oben, nein, ich nehme jetzt mal das hier, das kommt im Prinzip, habe ich euch gezeigt, von unten in den Kohlenkasten, wird mit dem Tender verklebt, hat man gleich den ganzen Kohlenkasten als Schallkapsel, klingt wunderbar, ihr habt es gehört, und die Deichsel dazu, die könnt ihr dann auch bekommen. So, ich habe deswegen auch noch nicht auf die Anfragen reagiert, weil ich mir nicht sicher war, ob das Ausschwenken der Lok am Tender vorbeigeht oder ob das klemmt, da hätte ich nämlich was machen müssen. So, ich habe auch noch ein Gewicht dazu, wer das auch noch tauschen will, aber da habe ich nicht so viele. Das ist auch nicht das Schönste hier. Naja, mal sehen, ob ich noch eine vormache. So, gut, das war's erst mal. Bis dahin, René. So, mit der Bahn, ihr seht hier meine 58. Ich habe sie im Prinzip fertig. So, dass man Fahrproben machen kann oder Probefahrten machen kann, funktioniert. Alles soweit, bis auf die Tenderbeleuchtung, die ist noch nicht angebaut. Ihr könnt hier sehen, hier vorne habe ich meine eigenen Loklaternen angebaut. Ich gehe mal ein bisschen mit der Kamera rum um das Fahrzeug. Ihr könnt das hier so sehen. Ne? Die sind jetzt von hinten noch nicht schwarz angemalt, weil das alles noch im Rohbau ist. So. Des Weiteren habe ich hier vorne, habe ich irgendwo anders schon erzählt, ein Gewicht eingebaut, hier vorne, im Kessel. Dann die Deichsel gekürzt, also der Abstand jetzt ist ungefähr, das genaue Maß sage ich nicht, ungefähr 3 mm kürzer. Na, und ja, und hier hinten ist jetzt noch keine Beleuchtung dran, nichts. So. Und da wollen wir mal horchen. Und auch einen Glockenanker habe ich eingebaut, die kurze Deichsel. Das Chirurgenpersonal aus China habe ich wieder heimgeschickt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sie fährt hier. So. Also die setzt sich in Bewegung. Und ihr hört vom Prinzip her bis aufs Rollgeräusch nicht. Seht ihr das? Oder hört ihr das? Ja. Und jetzt wieder zurück. Na, komm. Wunderbar. Mit der kannst du rangieren, herrlich.
Eine Stacko habe ich eingebaut, Stacko Pufferschaltung hier, Stacko 1 von Zimo. Also das Ding ist genial, die kannst du von der Schiene nehmen, die fährt gute 10 cm, so einfach noch so weiter. So. Na gut, da haben wir das. So. Und nun wollen wir auch mal noch was hören. Drei verschiedene Pfeifen, das wisst ihr ja, kennt ihr ja. Und dann wollen wir mal losfahren, oder? Also der Dumbo-Lautsprecher, der macht schon tatsächlich Sinn hier. Mal sehen, ob es durch die Radio durchkommt. Wir kommen jetzt hier hinten zu der Stelle, wo der steilste Radius ist dort, die Weiche. Das ist ungefähr 330, 340. So, dann geht es hier vorne in den Gegenbogen. Ich würde es ja aufs Stativ stellen, da kann ich euch das Gleis nicht erklären. Das ist auch eine ganz, ganz enge Kurve hier. Also wunderschöner Sound, also mir gefällt das, was der Matthias hier gemacht hat. Meine zweite werde ich auch noch so umbauen. Und also hier hat alles funktioniert, was ich an der Lok gemacht habe. Auch der kurze Lok-Tender-Abstand. Ich habe für euch alles ein bisschen was vorbereitet, auch für den Lautsprecher. Da habe ich hier oben im Prinzip den ganzen Kohlenkasten als Schallkapsel genutzt und habe das von unten passend gemacht für einen Dumbo-Lautsprecher. Da wird bloß was, also wird eine Halterung direkt vom Dumbo-Lautsprecher eingeklebt, wird abgedichtet und dann ist das eine perfekte Schallkapsel. Ja, so sieht's aus. Jetzt wird sie noch ein bisschen patiniert, Lokpersonal rein, hinten meine Beleuchtung noch dran und dann kann sie losgehen. Ich werde mal beim Heiko vorstellig werden, mal sehen, was der sagt, wenn der mal für mich Zeit hat. Und da können wir mal gucken, wie die sich so tut auf dem Heiko seiner großen Anlage. So, nichtsdestotrotz, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie weit mein PW ist. Und jetzt geht nämlich gleich auch der Akku leer. Da muss ich mich beeilen. Also ihr habt gesehen hier, die ganze Landschaft ist schon wieder renoviert.
Die Lampen kommen jetzt rein, das mache ich jetzt am kommenden Wochenende. Und die Drehscheibe rein. Und der Lokschuppen wieder hin, den habe ich weggetan zum Saubermachen. So, also, da wisst ihr erstmal das Neueste. Bis dahin, euer René, rennt mir bitte nicht gleich die Bude ein, wegen den Teilen. Es geht los, keine Angst. Wer Interesse hat, der kann sich bei mir melden. Bis dahin, euer René.